Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Origins im nächsten Totenreich von Echnaton. Wie das hier vor sich hin strahlt, die Sonne und so. Sehr cool, abwechslungsreiches Gebiet. Ich schau mal, wie viele von den Ausrüstungsgegenständen ich dabei habe, also von diesen Kristallen. 6 von 20, da kann ich noch nichts für updaten. Ich muss mal schauen, was es hier in diesem Totenreich gibt, um das weiter abzudaten, weil irgendwie sehe ich ja hier nicht so die Skorpione, die hier rumlaufen, wie in Nofretetes Reich, wo man die gut farmen konnte. Scheinen das hier vielleicht andere Sachen zu sein. Wir machen auf jeden Fall mit der Quest erstmal weiter. Dafür erstmal da vorne hin. Dann noch die ganzen, ja, einen Aussichtspunkt brauchen wir noch. Fragezeichen vielleicht nochmal holen. Hier vorne ist auch gleich eins. Das werde ich dann mitnehmen. Und die Quest hier drin auch nochmal annehmen. Es gibt also immer eine Quest in diesem jeweiligen Totenreich, um auch darüber dann auch noch ein paar Informationen zu bekommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch die Folge heute gefallen sollte, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben da für dieses Video. Würde mich freuen. Dankeschön. Wächter des Aton. Neuer Ort. Und einen Schatz haben wir hier auch. Gut. Jehuti glaubte, die Statuen enthielten Echnatons Geist. Vielleicht setzt ihre Zerstörung ihn frei. Okay. Statuen zerstören. Und da ist auch diese Schriftrolle. Oder Steintafel. Aha. Geburt eines Gottes. Amenophis. Das ist doch der Vater von Echnaton. Amenophis, du, dessen Vision uns unseren Lebenszweck gespendet hast. Du hast die Sonnenscheibe zwischen zwei Bergen gesehen, deine Kammer zwischen den Titanen. Und so konnte Amuns Reflexion aufsteigen. Er hat uns also die Sonne befreit und so konnte sie aufsteigen. So, damit hätte ich auch hier schon gleich das erste Fragezeichen fertig. Hier drüben auf der Insel haben wir dann das zweite. Und jetzt haben wir auch das Gebiet freigeschaltet. Guck mal, man sieht hier sogar die Sonne, die Scheibe auf der Karte, wie sie hier leuchtet. Sehr cool gemacht. Ein Aussichtspunkt gibt es nur auf dieser auf der ganzen Karte hier, auf der Map. Das ist ein kleineres, auf jeden Fall ein kleineres Bereich als das von Notre. Nicht Notre Dame, sondern Notfretete. So. Nofretete. Und auf der anderen Seite gleich die nächste Statue. Die wird auch angestrahlt, seht ihr? Ah, jetzt sehe ich das erst. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Seht ihr hier, die strahlen. Die eine geht hier hin. Und dann jeweils da hinten. Und da noch drei. Aha. Da ist auch ein Spiegel. Die Strahlen des Aton. Sie weisen auf die Statuen des heretischen Pharao. Cool. Was können wir damit machen? Soll ich hier echt zerstören? Ja. Die falschen Götzen müssen zerstört werden. Sind ja keine Götzen, wurden ja nur als Götzen gehalten. Das sind ja die Relikte. Oh, vielleicht gibt es hier von den Krokodilen die Bruchstücke. Ah, ich muss das sogar töten. Das ist das Fragezeichen. Ganz schön mächtig und schwarz hier. Nein. Der gab nur hartes Leder. Hack, hack, hack. Okay, der ist down. Habe ich aber hier ganz schön viele Markierungen. Muss auf jeden Fall erstmal darüber. Nur noch nicht gesehen, ob es hier auch von diese blöden Bruchstücke gibt. Ein toter Vogel haben wir hier. Schauen wir noch auf die Karte. So, zwei Fragezeichen hier schon fertig. Ich gehe einfach mal in diese Richtung, nimm das Ding hier mit, gehe hier einfach weiter nach da und nimm dann hier die Quest mit. Ja, so mache ich das. Also jetzt erstmal dahin. Nee, erstmal dahin. Oder da? Egal. Hauptsache, ich komme voran. Was hat hier geklingelt? Ah, Krokodile! Boah! Schwimmen ohne Boot ist gar nicht so geil hier.
Wobei, wenn ich mit Boot fahre, würden die mich wahrscheinlich auch zerreißen. Aha, ihr kriegt mich nicht. Ich bin schneller Schwimmer als du. Oh, hier ist ein Boot. Egal. Bin drüben. Lies die Stele haben wir wieder. Welche denn? Wo denn? Irgendwo da. Was will das? Was will denn der von mir jetzt? Ja, toll. Das zeigst du mir jetzt an, du blöder Vogel. Jetzt, wo ich hier drüben bin. Ich muss hier erstmal die Stele finden. Das hättest du mir mal anzeigen können. Und dort drin. Dankeschön. Da sind wieder diese komischen Vögel mit den Gesichtern, die immer am Labern sind. Die finde ich auch irgendwie cool gemacht. Haben bestimmt auch noch irgendwie so einen passenden Namen, aber damit kenne ich mich halt nicht so gut aus. Oh, oh. Warte mal, da wechsle ich mal kurz die Waffe, damit hier nicht alles brennt. Hätten vielleicht auch noch Schlangen drin sein können, oder? Na, ah, da ist eine Schlange. Was sage ich gerade noch? Okay, und dann lesen wir das. Null Siegreicher? Nee, O Siegreicher wahrscheinlich. O Siegreicher, lebendiger Arthorn, du, dessen Strahlen unsere Finsternis vertreiben. Wir werden tausende Lieder in deinem Namen singen. 10 mal 100 Schriftrollen mit deinem Siegen gegen die Hethiter verfassen. Deine Weisheit kennt keine Grenzen. Ja. Von mir aus? Oder soll ich hier übers Festland laufen, so, und dann dahin? Dann muss ich nicht ständig schwimmen. Da im Wasser ist ja auch noch was. Weil hier scheinen so viele Krokodile im Wasser zu sein, ey. Aber irgendwie ist das hier gar nicht so krass bewohnt, wie jetzt Nofretetis. Ab und zu fahren hier Leute mit dem Boot rum. So wie hier auch. Aber so Dörfer jetzt oder sowas? Wahrscheinlich, weil der halt so ketzermäßig war. Ich komme da gar nicht rüber. Hier auf der Karte ist das doch... Nee, ist gar nicht verbunden. Ja, da muss ich so hier rüber. Das sind die Vögel, die da reden. Hier schwimmt noch jemand. Vielleicht liest er auch gerade das, was da dran steht. Schatzplündern, 0 von 2 haben wir hier. An dieser Position. Einer da. Und dort haben wir den anderen. Auch bist du ja keine Krieger? Diese Anubis-Krieger oder sowas, die hier rumrennen zum Kämpfen? Okay, hier ist der belebte Marktplatz. Eben sage ich noch, kaum Leute da und hier ist alles voll. Auch wieder alle am Beten. Ach, wie komme ich denn? Darf man hier reinklettern? Hallo, ich muss da rein. Da ist ein Schatz. Ist wieder irgendwo von oben da rein, ey. Immer diese... Ein High-Precession-Gerät brauche ich auch, ey. Du, guck mal, die haben alle keine Hosen an. Wahrscheinlich ist hier eine Öffnung, hier oben, wo das Licht durchscheint. Nicht? Wie geht's denn dann da rein? Irgendwo ein offenes Fenster oder so? Das ist alles geschlossen. Und der Schatz liegt hier genau da drin. Das finde ich aber nicht witzig. Könnt ihr doch nicht einfach einen Schatz reinlegen und mir dann keinen Weg öffnen. Toll. Toll. Aber immer wenn ich da bin, läuft so eine Musik. Vielleicht ist da ja das letzte Ziel drin oder sowas. Auch da oben jetzt irgendwie. Hier ist ja auch alles zu. Und da oben...
Da ist offen. Eine einzige Öffnung hier. Nur diese Öffnung. Oh, das könnte so eine weiße Kiste sein mit 20 Bruchstücken drin. Nö. Und wieder raus. Ja, klettert doch durch. So, da hinten haben wir noch den zweiten Schatz, dann haben wir das hier auch fertig. Ah, da liegt es einfach rum. Hier ist ganz schön Abfall, ey. Soll das so sein? Dass der Abfall hier so rumliegt? Und wieder hoch. Du stellst jedermann an seinen Platz und sorgst für ihren Bedarf. Ich nicht, nee. Du bist in meinem Herzen, denn ich allein kenne dich. Dann freue ich mich ja jetzt noch mehr auf die anderen Totenreiche, wenn die alle doch unterschiedlich aussehen auf ihre Art. Sehr geil. Und ich fand das von Nofretete schon so cool, mit dem, wo die Boote da so rumfahren. So, von hier haben wir jetzt die Aussicht auf das ganze Gebiet. Oh, ich muss ganz hoch auf die Spitze hier. Hoffen, dass ich nicht gleich runterfalle. So. Okay. Abchecken. Einfach nur ein riesiger Tempel hier, ey. Schon wieder zwei Schätze? Das ist das Fragezeichen da, glaube ich. Ich wollte aber... Nee, da. Das ist es. Hm. Das wollte ich sowieso machen. Also, da lang. Ja. In die Richtung wollte ich sowieso. Checken wir erstmal aus. Oh, Zeno, wo willst du hin? Fliegt erstmal mega nach unten. Okay, den nehmen wir mit. Wo geht's runter? Hier? Jupp. Hey! Oh, hier sind Wachen! Die ersten Wachen, die ich hier antreffe. Hey! Du bist tot! Oh, wie er noch ausweicht. Vorher mögen die auch nicht, ne? Wie ist der denn geflogen? Einer weniger. Dachtest du, ne? Einfach ganz eiskalt geblockt. Da kommt der Takedown. Vorsicht! So, weiter geht's. Hey! Den krieg ich noch. Gibt noch ein Doppelattentat. Zwei weniger dann. Sehr gefährlichst. Hinter mir noch einer? Nö. Nö, das war nur die. Du bist am... Der verbrennt noch, glaube ich, oder? Jetzt ist das Feuer aus. Dann eben so. Oh, der hat aber einen langen Speer, ey. Hundefutter? Ihr seid doch hier die Kojoten, ey. Nee, Schakale, sorry. Den eigenen Speer kannst du fressen. So. Als Gegner aber viel schöner als die normalen Soldaten. Ah, da drüben ist der Schatz. Falsche Plattform.
Aber die müssen auch genau wie die anderen immer nur hey rufen. Okay. Down. Du bist tot. Okay, der ist verbrannt. Ein Schatz fehlt noch hier, der zweite. Der ist da vorne. Auch immer dem Weg folgen. Da ist wieder so ein Priester, der diese Wiederbelebungen macht, ne? Nur blöd, dass er hier gerade voll in diese Richtung hier schaut. Kriegt er eben Pfeil ab, ey. So, geht schneller. Und Kettenwurf. Game over. Schatz aufheben und fertig. Ich glaube, irgendwie gibt es hier in dem Reich keine von den Schatzruhen. Ah, guck mal, hier ist der Thron von Echnaton. Der befindet sich also... Ah, genau hier, wo das am meisten strahlt, so da unter. Genau da unter ist der Thron von Echnaton. Fragezeichen habe ich alle fertig. Guck mal hier. Also hier die Bereiche habe ich jetzt schon fertig. Jetzt noch da das, dann hier das Ding nehmen und dann auf die andere Seite die Quest annehmen. Das geht flott. Und dann hier den Bosskampf dann machen. Große Kampfarena. Da hat man auf jeden Fall Platz, um viel auszuweichen und so. Schon wieder so einer. Wow, das ist aber hoch. So war das hoch. Hallöchen. Oh, guck mal, Kinder haben die auch. Kinder im Totenreich. Ah, Anleger des Aton. Das ist das Fragezeichen gewesen. Jo, das ist das Fragezeichen gewesen. Da haben wir einen Chef. Zwei Schätze gibt es hier auch wieder zu holen. Na, Senno. Da haben wir noch einen. 50, ey. Der ist schon, jetzt geht es schon Richtung Stufe 50 hier drin. Geh ich erstmal da rein. Lästige kleine Spinner, ey. Dann kann ich ja vorne gleich den 49er ausschalten, glaube ich. So. Einen Schatz hätte ich. Und bei 49er ist gleich der zweite, ey. Wie am Schnürchen klappt das mal wieder. Die Geräusche immer da, die noch aus der Wüstengegend da kommen. Einer von den Großen war's. Und den noch. Wo ist der Schatz? Da drüben. Deutschlands bester Assassin's Creed-Spieler hier am Start. Das ist aber großkotzig. Nein, Scherz. Okay, jetzt noch ein Kommandant töten. Der 50er ist es dann, bin ich fertig hier. Der läuft da rum, genau dort auch, wo ich diese Götze zerstören muss. Zerstöre ich doch jetzt schon die Götze. Wie das Ding einfach drin stecken bleibt. Okay, mit dem Pfeil kannst du die Götze nicht vernichten. Okay, er kommt. Wobei, jetzt kommen sie hier alle, ne? Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Jemand muss das aufwischen. Jemand muss das... Was? Das ist gefährlich, jemand muss das aufwischen? Geiler Spruch, als sein Kollege da liegt, ey. Das ist gefährlich, jemand muss das aufwischen.
Rutschgefahr in Gang 3. Bitte einmal durch. Feucht durchwischen. Lustig. Und das war Nummer 2. Ich habe heute ein paar Probleme mit meiner Nase, falls ihr es schon mal mitbekommen hatte. Ich musste niesen und gleich an die Nase putzen. Tut mir leid. Schlimme, schlimme Grippe-Jahreszeit. Ich hoffe, ich werde nicht krank. So, jetzt gehe ich auf die Seite. Dann mache ich hier die Quest. Ich kann ja auch hier wieder das Pferd rufen, ne? Hier müsste ich doch wieder das Totenpferd bekommen. Pferd? Ja, da ist es. Der Hengst. Der Hengst des Anubis. Orientierungslos wie immer. Dieses Tier, dieses Ross des unsterblichen Sands, soll ich es etwa reiten? Na komm, jetzt tu nicht so, als würdest du es nicht kennen. Wir haben es schon geritten. Ich sehe dich. Und es reitet sich sehr gut. Hier durch. Weg da, Kinder. Hier kommt der Hengst des Anubis. In der Wüste selbst gibt es aber nicht so viel. Du stellst jedermann an seinen Platz und sorgst für ihren Bedarf. Wow. Da ist ein Skorpion da unten. Mehrere, drei. Drei Skorpioninskis. Nice. Die muss ich doch gleich mal begrüßen hier. Gleich mal erstmal Hallo sagen. Oh, das ist sogar ein Fragezeichen, oder? Ja, Skorpion töten ist meine Aufgabe. Oh nö, nicht schon wieder so eine Hardcore-Dinger. Hau ab. Du bist immer noch zu stark. Ich bin Level 49 und die sind immer noch Fragezeichen, ey. Boah, und töten mich wieder mit einem Schlag. Ah. Gottes Willen, welches Level haben die? Das DLC geht doch nur bis 55, oder? Also der eine Anubis-Krieger, der draußen in der Welt rumläuft, der ist 55. Das ist das Maximallevel. Ich bin jetzt 49 und bei denen hier, bei den Skorpionen, wird noch kein Level angezeigt. Das ist genau wie bei Nofretete. Die falschen Götzen müssen zerstört werden. Der wird immer noch nicht angezeigt hier. Das ist also wieder das Fragezeichen, was sich dann hier oben befindet, dort. Tier töten, genau wie bei den anderen. Schauen wir noch nicht. Ich meine, ich bin ja jetzt schon eigentlich stärker, als ich bei Nofretete war. Da habe ich ja einen fast besiegt. Wenn ich mich hier hinstelle und den... Wenn der alleine kommt... Viele Pfeile habe ich nicht. Ich glaube, der hat noch mehr Lebenspunkte als die bei Nofretete. Kann das sein? Leer ist es. Jetzt treffe ich gleich den Falschen, ne? Wir mich immer noch nicht... Ne, jetzt kommt der. Der ist ja genauso hoch. Nicht getroffen. 19 Schaden macht das Feuer. Die sind aber auch ganz gut anfällig gegen Feuer, ey. Ah, halbes Leben weg. Aua. Beim Weglaufen hat er mich noch mit dem Schwanz, hat mir nur einen mitgegeben. Vielleicht... Ja, aber guck mal, wie wenig Schaden ich an ihn mache. Selbst wenn ich jetzt ein Level höher wäre, dann wäre ich 50. Dann, von 49 auf 50 steigert sich ja jetzt das Leben nicht so enorm. Außer ich habe dann so eine Schwelle, dass ich deren Leben sehen kann oder so. Die falschen Götzen müssen zerstört werden. Ja, die Götzen müssen was zerstört werden, ich weiß. Ich gehe auf jeden Fall dahin, zu der Quest erstmal. In der nächsten Folge werde ich dann mal gucken, was der Typ von mir will.
Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei in der nächsten Folge von Assassin's Creed Origins hier bei Echnaton. Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.